der sichtlich auch bewegt ist von den Zeichen der Zeit. Vieni. Mi è venuto in mente questo, è fuori programma, Petrino. Un attimo di tempo, allora, Pietro, noi lo continuiamo a chiamarlo Pietrino, perché quando è entrato in comunità, Petrus, Peter, wir sagen Petrino. Oggi è papà, sposo, papà di tre figli. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Er ist ein Künstler. Und er ist wirklich großartig in seinen, er schafft es in der Kunst, das auszudrücken, was er im Herzen hat. Und jedes Jahr, hier schon seit ein paar Jahren, mit seinen Freunden aus Medjugorje, dieses Bild in der Kapelle, ich war gerade dort, es ist einzigartig. Es lohnt sich, in die Kapelle zu kommen. Wir werden dort beginnen, heute Nacht, immer während der Anbetung. Wir werden die ganzen Stunden des Festes hier 24 Stunden am Tag beten. Und ihr seid eingeladen, da auch hinzugehen. Und er hat das gezeichnet und gemalt, dieses Bild. Und das ist ähnlich, was er in Rom gemalt hat, denn er hat damals die Kapelle gestaltet, der Petrino. Wie der Papst gekommen ist, wurde sie dann gesegnet wurde. Und in der letzten Zeit, und er hat diesen barmherzigen Samariter, der diesen verzweifelten Jugendlichen in der Hand hält. Und das ist das Logo für unseres Fest des Lebens. Wir haben es hier ganz hinten auf der Bühne. Der Petrino ist schwer krank, auch wenn man das am ersten Blick nicht sieht. Er kann nicht hören. Er ist ganz schwerhörig. Also ein bisschen kann er reden. Sie werden es gleich hören. Er kann noch etwas ausdrücken. Er hat viele Operationen hinter sich. Und er hat dieses Bild geschaffen, das wir hier sehen. Und ich lade euch wirklich ein, geht in die Kapelle. Die Kapelle befindet sich im Villaggio della Pace. Und es ist auch eine Reliquie da vom heiligen Franz von Assisi. Wir machen eine Prozession heute, wo die Franziskaner uns begleiten. Und das ist sehr schön, weil die Franziskaner aus Assisi haben uns diese Reliquie von heiligen Franz zur Verfügung gestellt für diese Tage. Damit wir es besser schaffen, noch besser schaffen, uns der Liebe Gottes anzuvertrauen. Und diese Umarmung auch auf diesem Bild mit dem Petersdom in Rom, diese Umarmung der Kirche für die verzweifelten Menschen. Und da ein wunderbares Bild, beeindruckend. Der Petrino wird uns kurz sagen, seine Freundschaft mit Gott. Ich bin der Peter. Als wir damals nach Rom gefahren sind, um diese Kapelle zu bauen, kann ich mich erinnern. Wir sind vorher in den Petersdom gegangen, in die Basilika. Und dann sind wir da reinmarschiert, die großen Künstler und Maler der alten Zeit. Und ich habe mir gedacht, was mache ich hier, nicht kleiner Zwerg. Aber ich habe mir gedacht, das Bild, das ich zeichnen, malen will, ist meine Geschichte. Denn meine Vergangenheit war genau das, meine Gegenwart. Ich bin sicher nicht in der Höhe der Künstler. Ich habe von meinem Vater ein bisschen was gelernt, der auch Künstler war, aber ich habe halt versucht, so. Und in der Gemeinschaft haben sie mir immer die Aufgabe gegeben, was zu malen. Und durch diese Geschenke, die wir oft für Elvira gemacht haben, habe ich entdeckt, dass ich diese Fähigkeit auch habe, etwas zu malen. Und dann haben wir nachgedacht, was kann man da machen? Und dann das Haus in Rom heißt vom guten Hirten, vom barmherzigen Samariter. Und dann hat er sich gedacht, ich will ein Bild schaffen, so wie es uns jeden gegangen ist in der Gemeinschaft. Jeder von uns. Jeder von uns wurde umarmt, so wie dieser Junge hier,
den wir am Bild hinten sehen. Und wir haben natürlich auch die Finsternis präsent, die man sehr sieht am unteren Ende des Bildes. Wir haben früher solche Bilder gemalt bei den Musicals, kann mich noch gut erinnern, wo so Stock, so Wolkenkratzer aufgemalt wurden, die man da unten auch sieht bei dem Bild. Und wo diese Jugendlichen zu Gott schreien, verzweifelt, einsam, traurig. Und das ist in diesem Bild auch drinnen, von der Dunkelheit zum Licht. Als ich damals zu malen begonnen habe in Rom, in der Kapelle vom Cenacolo-Haus, das Schönste war, das was am schönsten war bei der ganzen Arbeit, waren die Jungs, die mit mir waren, die eben in der Gemeinschaft eingetreten waren, die dort ihren Weg gehen, wie die zufrieden waren. Ich habe gesehen, dass Jugendliche zu weinen begonnen haben. Und ich glaube nicht, dass ich da so brav bin, aber dieses Bild, irgendwo ist es genau das geworden, was wir alle brauchen auch, um unser Herz berühren zu lassen. Und wir haben auch jetzt vor dem Festa della Vita nachgedacht, was werden wir allen? Und Stefan hat gesagt, mach das Bild von Rom, das hat dann jedem so gut gefallen. Aber er hat gesagt, mach das ein bisschen größer, von mir aus 10-mal so groß. Und da haben wir wieder begonnen mit dem Pinsel in der Hand. Aber das, was Kraft gibt bei der Malarbeit und überhaupt in der Gemeinschaft, die Jugendlichen, die beten, eine Gebetskette. Das heißt, meine Hände können ja gar nicht viel. Meine Hände sind ja auch schon von der Krankheit gezeichnet. Ich kann die gar nicht mehr bewegen, als ich euch gerade hier zeige. Und ich versuche immer den Pinsel da einzuzwicken zwischen meine Finger und dann fuchtel ich herum. Und dann kann ich nur vertrauen, dass das Gebet das macht, was es sein soll. Ich bin krank, schwer krank sogar. Ich bin in Stücken, aber Jesus ist präsent. Jesus nützt mich heute auch noch als schwerkranker Mann und kann doch noch Großes machen. Und dann haben wir es immer wieder geändert. Und dann ist dieser Junge unten. Ich sehe mich in diesem Jungen, der da unten ist. Ja, wenn ich war erst vor kurzem wieder bei den Untersuchungen, sie haben wieder viele Tumore in meinem Körper gefunden. Und komischerweise, dieser Tumor, sie wollten mich operieren, ist stehen geblieben, er ist nicht weitergewachsen. Ich sollte Untersuchungen machen und sollte auch diese Arbeiten hier machen in Saluzzo. Wir müssen Video drehen, wir müssen Bühnenbild bauen. Wir haben nicht jedes Mal Zeit, da zum Arzt zu fahren. Während ich so gemalt habe beim Bild, ich habe das selbst persönlich gespürt, dass Jesus mich hält. Er hält mich in der Hand. Ich sehe diese linke Hand, die zu euch hinkommt, zu uns allen hinkommt, die Jesus hier ausstreckt. Für alle, die beten. Denn es ist nicht nur dieser verzweifelte Junge, den Jesus umarmen möchte. Ich brauche Jesus. Jesus braucht jeder, meine Ängste. Und Jesus hat mir zu spüren gegeben und mir gezeigt, hab keine Angst, du mach deine Arbeit, hat er gesagt, mach das Bild fertig und den Rest kümmere ich mich. Und dann habe ich auch den Jungen, der verzweifelt war, in der Mitte der Tenebra,
Und ich habe diesen anderen Jungen noch dazu gezeichnet. Jesus nimmt uns an der Hand und führt uns zum Licht. Und ich bitte euch auch, betet für mich in dieser schweren Zeit. Danke vielmals. Großartig, Petrino. Hat wunderbare Kinder und eine wunderbare Frau, die ihm so viel Kraft gibt in dieser Zeit.